zu BSCDV, die Veranstaltung des Deutschen Seminars der Universität Zürich. Ich bin hier verantwortlich quasi heute für diese Veranstaltung. Das heißt, verantwortlich sind die drei hier vorne. Zum einen Jan Stricker, Leiter des Zentrums für digitale Editionen, dann Reto Baumgartner, Science IT Consultant und eben von Science IT Consultant und eben Andreas Moser von der historisch-kritischen Edition der Briefwechsel von Jan Kaspar Lavater. Ich gebe euch gerne das Wort. Genau, also ich beginne guten Mittag miteinander. Jetzt muss ich schnell schauen. Ich weiß nicht. Ah doch, die Videokamera funktioniert. Heute geht es um das Thema Handschriften entziffern, automatisierte oder KI-basierte Texterkennung mit Transkribus. Bevor ich auf Transkribus näher eingehe und dann auch etwas sage zum Angebot, das wir haben im Zentrum für digitale Editionen, um eben Transkribus Forschenden an der Universität Zürich zugänglich zu machen, möchte ich etwas grundsätzlich beginnen. Genau, und nochmal wie so in Erinnerung rufen, welche Herausforderungen Computerprogramme eben meistern müssen, wenn sie Texte erkennen möchten. Und diese Herausforderungen sind eben etwas anders als die Herausforderungen, die wir als Menschen haben, wenn wir gerade Handschriften transkribieren. Es sind vor allem zwei grundlegende Herausforderungen, die Computerprogramme meistern müssen. Zum einen müssen sie eben das Layout erkennen in einem Dokument. Und das ist nicht so trivial. Also während für uns Menschen klar ist, wo sich der Text auf einem Dokument befindet, muss man das einem Computerprogramm also beibringen, dass es weiß, wo eben die relevanten Informationen zu finden sind. Und die zweite Herausforderung ist dann eben die Erkennung von Zeichen und Wörtern. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat es in den letzten Jahren große Fortschritte wirklich gegeben. Mit dem Web von dieser, also nicht mehr nur diese OCR, Optical Character Recognition Technologie, die da, also jetzt ohne da ins Detail zu gehen, darauf basiert hat, dass einfach Bildähnlichkeiten von Zeichen verglichen wurden und so der Text entschlüsselt wurde, sozusagen. Diese neuen KI-Technologien können jetzt auch die zusätzliche eben die Informationen aus dem Text mit einbeziehen aus einem Dokument. Und das ist ein großer Vorteil, gerade dort, wo eben vielleicht ein Scan nicht so gute Qualität hat oder eine Handschrift schwer zu erkennen ist. Dort können diese KI-Technologien auch Wahrscheinlichkeiten berechnen, ableiten aus den semantischen Informationen, die es gibt in einem Dokument. Modelle können trainiert werden, spezifisch auf Handschriften. Es können eben auch große Sprachmodelle eingesetzt werden, die werden immer leistungsfähiger. Das sind wirklich enorme neue Möglichkeiten, die diese KI-Technologien bieten. Aber man muss auch sagen, dass während bei gedruckten zeitgenössischen Dokumenten mit übersichtlichem Layout was technisch gelöst ist, also dass man eigentlich fehlerfrei automatisiert transkribieren kann, ist das technisch bei handschriftlichen Dokumenten oder auch komplexeren Layouts ist das technisch noch nicht gelöst. Das heißt, es gibt keine fehlerfreien automatisierten Transkriptionen und das Ziel besteht vielmehr darin, eben die Fehlerrate möglichst weit nach unten zu drücken. Und ich bin da kein Spezialist, aber ich denke, bis man das schaffen wird, eine fehlerfreie Transkription auch von handschriftlichen Texten zu erreichen, also da gibt es schon noch große technische Herausforderungen. Deshalb ist es auch sehr wichtig, sich, bevor man jetzt so ein Tool einsetzt oder einplant, so einen Prozess einer automatisierten Texterkennung, in einem Projekt und gerade in einem so komplexen Projekt wie zum Beispiel der Lavater-Edition,
dass man sich gut überlegt, ja, was sind eigentlich die Ziele einer Transkription und was sind auch die Ziele des Einsatzes von automatisierten Tools, also von solchen Tools. Also bevor, dass man dann genau schaut, welches Tool nimmt man. Also meistens geht es darum, ja, effizienter zu sein, größere Mengen an Dokumenten transkribieren zu können. Oder es geht eben auch häufig darum, automatisiert bestimmte Informationen aus Dokumenten zu extrahieren. Genau, wichtige Fragen. Also es ist jetzt nicht abschließend, eben ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was ist das Ziel einer Transkription, auch zu analysieren, eben was für Dokumente hat man, was für eine Qualität haben die und wie leistungsfähig sind bestehende Modelle und dann auch irgendwie sich ein bisschen abschätzen zu können, mit wie viel Aufwand das verbunden ist. Weil das Ziel natürlich eben oft darin besteht, dass der Aufwand geringer ist, als wenn man das manuell machen würde. Und das ist nicht immer so evident, also dass das so ist. Und was, denke ich, auch wichtig ist, gerade in größeren Projekten, ist, dass man schon eine gewisse Vorstellung beginnt zu entwickeln, in welche Abläufe und Workflows eben solche automatisierten Methoden eingebaut werden. Und ich denke, Lavater ist da auch ein gut, also interessantes Beispiel, wie komplex auch solche Abläufe sein können. Ich komme nun zu Transkribus, eben diesem sicher oder vermutlich bekanntesten Tool für automatisierte Texterkennung. Es ist nicht nur ein Tool, es ist eigentlich eine Plattform, die auch ermöglicht, eben gemeinsam in Projekten an diesen Transkriptionen zu arbeiten. Betrieben wird Transkribus von der ReadCorp Kooperation in Innsbruck. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die aber für ihre Dienstleistungen Gebühren verlangt. Eben wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten, also eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, eben automatisiert zu transkribieren. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, diese Dokumente in diesem Ökosystem von ReadCorp auch zu publizieren. Das heißt, Read in Search, diese Plattform, wird aber von Editionen eher selten genutzt. Das ein Beispiel in Zürich ist Jurisprudentia, eine rechtshistorische Sammlung, die eben über diese Plattform von Transkribus auch die historischen Dokumente zugänglich macht und die automatisierten Transkriptionen. Was auch wichtig ist zu sagen bei Transkribus, ist natürlich nicht alternativlos. Es gibt sehr gute Alternative, auch Open Source Alternativen, wie zum Beispiel eScriptorium. Und je nach Projekt kann es sinnvoll sein, ein anderes Tool zu nutzen. Gerade auch wenn es um gedruckte Quellen gibt es auch wirklich sehr gute Tools, die frei zur Verfügung stehen. Hier kommt es aber auch eben darauf an, welche Kompetenzen man hat in Projekten. Und da ist Transkribus hat da große Vorteile, weil es eben sehr benutzerfreundlich ist. Und denke ich, das ist ein wichtiger Grund, dass es so oft eingesetzt wird. Nachteile, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, die Daten sind auf Servern in Innsbruck. Man hat nie die Kontrolle nicht selber darüber. Das Teilen von Modellen ist schwierig, ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Und es kann passieren, dass bei der Weiterentwicklung von Transkribus plötzlich gewisse Funktionalitäten sich ändern oder wegfallen, wie das Lavater-Projekt auch erfahren hat. Und das kann natürlich dann zu Problemen führen in Workflows von Projekten. Also genau, solche Nachteile gibt es durchaus auch mit Transkribus. Trotzdem ist es ein sehr gutes Tool und eine sehr gute Plattform und es wird sehr breit eingesetzt, auch an der Universität Zürich, von sehr vielen unterschiedlichen Vorständen, auch gar nicht nur an der Philosophischen Fakultät. Und das hat uns dazu bewogen, eben vom Zentrum Digitale Editionen aus ein Angebot zu testen.
Wichtiger Hintergrund war auch, dass eben Transkribus ihr Organisationsmodell umgestellt hat. Also man ist jetzt verpflichtet, wenn man eben alle Funktionalitäten und gerade die interessanten Modelle nutzen möchte, braucht man ein Abo. Und das ist natürlich für einzelne Projekte zum Teil etwas, nicht zum Teil, das ist ärgerlich. Oder, ja genau, und das war so der Grund, dass wir ein Organisationsabo gelöst haben. Und jetzt testen, wie wir Transkribus zugänglich machen können, Forschenden, niederschwellig. Wir können das nicht kostenlos zugänglich machen, aber quasi zum Einkaufspreis. Genau. Und man kann sich einfach an mich wenden, wenn man Interesse hat, davon zu profitieren. Was wir nicht bieten, ist technischer Support oder auch Unterstützung bei der Implementierung und Umsetzung in Forschungsprojekten. Das machen wir nicht. Was es aber gibt, und ich habe es angetönt, und wahrscheinlich sitzen auch viele da, die das einsetzen und schon Experten sind, Transkribus, es gibt ein wachsendes Netzwerk von Forschern an der Uni Zürich oder hier in Zürich generell, das mit Transkribus und anderen Tools arbeitet. Es gibt dieses Netzwerk PAT, ein historisches Seminar, wo sehr spannende Diskussionen zu diesem Thema automatisierte Texterkennung stattfinden. Die nächste Sitzung ist am 12. März. Und wenn man sich dafür interessiert, schaut man am besten dann vielleicht im nächsten Jahr mal die Webseite. Die Details sind noch nicht abgeschaltet, aber die werden dort kommuniziert, also auf diese PAT-Webseite. Und dann gibt es natürlich sehr viel Expertise, unter anderem eben auch bei Science IT. Reto Baumgartner ist ausgewiesener Transkribus-Experte auch. Und da stellen wir auch gerne Kontakt her, natürlich, und unterstützen Forschende dabei, eben hier gute Kooperationen aufzufinden. Und also, das ist ein wichtiges Thema und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Jahren noch wichtiger wird und das noch ein Thema ist, das irgendwie noch mehr Forschende interessieren wird und dass es da auch neue Angebote an der Universität Zürich geben wird. Und wir werden das auch natürlich über den Newsletter vom Zentrum kommunizieren, den ihr euch gerne anmelden könnt. Genau, damit möchte ich an euch übergeben für das konkrete Beispiel. Vielen Dank, Jan, für die Einführung zu Transkribus. Wie annonciert, werde ich euch jetzt einen kleinen Einblick geben, wie wir das genutzt haben bei der historisch-kritischen Edition von Lavaters Briefwechseln. Das heißt, in einem Editionsprojekt, das seit 2017, also seit 7 Jahren, läuft und sich daher mit gewissen Pfadabhängigkeiten und Problemen jetzt auch bei der Einbindung vielleicht herumschlagen muss, die nicht auftreten, wenn man jetzt beginnt, Transkribus zu nutzen. Aber trotzdem möchten wir euch zeigen, was bei uns die Überlegungen waren. Ich habe vor ein paar Jahren, damals gab es noch diese etwas kompliziertere Standalone-Version, damit zu experimentieren begonnen. Da war noch in den guten alten Zeiten alles gratis. Jetzt hat man eine wirklich sehr benutzerinnenfreundliche Web-App, die ist viel intuitiver zu bedienen, aber es ist halt ein Bezahlmodell geworden. Wie gesagt, wie nutzen wir es in der Lava-Tradition oder was haben wir uns überlegt? Ich meine, man will auf der Höhe der Zeit bleiben. Man denkt, man kann wahrscheinlich Zeit einsparen, wenn man nicht alles Zeichen für Zeichen manuell transkribiert, sondern eben auch versucht, diese HTR-Möglichkeiten einzubeziehen. Bei der Lavater-Edition haben wir einerseits die ganze Masse der von und an Lavater gegangenen Briefe. Das sind ungefähr 30.000, die wir in unserer Online-Plattform mit den Briefmetadaten, das heißt Ort, Absender, Empfangsdatum und so weiter, sowie den qualitativen Digitalisaten aus der ZBZ präsentieren. Das war immer der Plan.
Und jetzt ist halt unsere Überlegung, genau dazu ist Transkribus eigentlich bestens geeignet, um eben solche riesigen Massen an Handschriften oder eben Digitalisaten doch grob zu erschließen, zumindest durchsuchbar zu machen. Also das ist der eine Teil, mit dem wir vor allem dieses Jahr dann loslegen wollen, dass wir eigentlich parallel zu den im engeren Bereich edierten und manuell transkribierten Briefwechseln eben die ganze Masse der weiteren rund 25.000 Briefen erschließen durch HTR, durch Transkribus. Das wird dann sicher auch wichtig sein für uns auf unserer Online-Editionsplattform, eine klare Markierung und Unterscheidung zu treffen, dass man nicht von dieser Übermasse der Rohtranskriptionen, die teilweise, wir können die nicht alle korrigieren, natürlich fehlerbehaftet sein werden, dass man nie klar unterscheiden kann von den sehr genau manuell transkribierten, mit Stellenkommentaren und Registern und so weiter versehenen Briefen. Aber es wird auch wahrscheinlich, wie man hier ein bisschen schlecht sieht, auch eine Art Synopse geben, wie bei den edierten Briefen, wo das eben klar gekennzeichnet ist, dass es jetzt eine automatisierte Handschriftenerkennung und inwiefern wir wirklich dann auch die Rohtranskription abbilden oder einfach ein Snippet zeigen bei der Suche, das wird noch zu klären sein. Das ist sicher die eine Möglichkeit. Die andere ist die, die wir eigentlich jetzt dieses Jahr schon getestet haben und zu unserer Zufriedenheit eigentlich in die etablierten Editionsworkflows eingebaut haben. Wir haben zwei Tools von Trier, vom TCDH. Das eine heißt Transkribo, wo wir eben die manuellen Transkriptionen machen seit 2017. Und das andere ist die virtuelle Forschungsplattform FUD. Und die Herausforderung, die jetzt Reto, unser Consultant von Science IT, auch gemeistert hat, war eigentlich dieses HTR, dieses Transkribus-Output in die etablierten Workflows, in die konkreten Apps einzubinden. Das wird jetzt in Transkribo eingespiesen und dann dort korrigiert, weiterverarbeitet, bis eben zur Stufe Edition. Schlussendlich merkt man nicht mehr, wir haben jetzt nicht from scratch manuell transkribiert, sondern einfach als Grundlage diese automatischen Transkriptionen genutzt. Und nach einigen Monaten können wir sagen, es ist schon eine Arbeitserleichterung. Wir sind effizienter, wenn wir von diesen manuellen Transkriptionen absehen und eben das Transkribus einbeziehen. Aber ja, vielleicht so unter dem Motto, eben, man kann es auch kompliziert machen, ist halt unser Beispiel, oder weil wir wirklich in dieser Pfadabhängigkeit seit 2017 etablierte Workflows haben. Und um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass das auch eben binational, multilokal funktioniert. Wir definieren im Editionsteam die Briefe, die wir jetzt gerne Transkribus füttern möchten, eröffnen ein Ticket in unserem Projektmanagementsystem, das dann adressiert ist an unseren Mitarbeiter eben bei Science IT, Reto Baumgartner. Und der bereitet dann die Daten für Transkribus auf. Wie vorhin angetönt, eben dieses Text-to-Images weggefallen, was vor allem fürs Training wichtig war, für die Layout-Erkennung, für das Matching zwischen Bilddatei und Transkriptionen. Mit solchen Problemen hatte sich Reto auch rumzuschlagen. Er bereitet die Daten für Transkribus auf, wählt eben die Modelle, teils die selber trainierten, teils versucht man auch diese Supermodels zu nutzen, die entsprechenden Parameter und lässt transkribieren. Dann gibt es das Post-Processing, das ist eigentlich der entscheidende Teil, um es eben passgenau dann für unsere Programme aufzubereiten. Reto transformiert also das Page-XML, das als Output von Transkribus kommt, in ein XML nach unseren Transkriptionsrichtlinien und nach den technischen Anforderungen unserer App Transkribo. Details sehen wir dann später noch. Wir haben dort einzelne Kästchen um die Wörter und so weiter. Da haben wir aber eine Lösung gefunden, dass das ziemlich gut schon aus Transkribus rauskommt. Er lädt dann diese transformierten Output-Daten wieder ins Ticket und dann kommen unsere Mitarbeiter in Trier zum Zug, die
die Sachen dann in einer Testumgebung zunächst importieren, eben in dieses Transkriber und FUD, und dann produktiv importieren, wieder zurückmelden zu uns in Zürich, und wir können dann übernehmen und eben in den beiden Möglichkeiten, die ich vorhin skizziert habe, entweder fürs Netzwerk, also für diese 25.000 Briefe, eventuell noch Korrekturen machen, aber das können wir nicht für die ganze Masse leisten. Dann geht es in die Publikation, oder eben es wird einbezogen in den Editionsworkflow mit unseren Korrekturstufen bis zur sechsten Stufe, wo wir dann mit der Kommentierung und den Registern weiter dran arbeiten können. Und jetzt vielleicht ein bisschen mehr im Detail noch, und auch haben wir vor, das hands-on mit den Programmen zu zeigen, was das genau bedeutet. Da werde ich gerne an dich reden. Ja, vielen Dank. Bevor ich direkt mit der Transkription starte, möchte ich mich zuerst um die Modelle kümmern, die Grundlage dafür sind. Ich habe hier ein bisschen eine historische Timeline, wie viele Trainingsdaten wir wann zur Verfügung hatten. Also erste Experimente machten wir 2000, auch mit diesen 402 Seiten, die glaube ich Andreas Manuel kopiert hat. Ja, ein bisschen gebastelt. Dann 22 sind schon die alle Briefe von Lavater in den Trainingsdaten. Wir haben dann gemerkt, dass wenn dort sowieso andere Hände dabei sind, dass wir eigentlich alles schon saubere Material nehmen können, haben 2023 mit 3000 Seiten noch weiter gearbeitet. Als nächstes werden wir auf 4600 kommen. Also die erste Menge ist noch manuell kopiert, dann 2022 haben wir das mit Text-to-Image alignieren können. 2023, also Ende vor 2 Jahren eigentlich ziemlich genau, ist Text-to-Image verschwunden. Deshalb musste ich ein bisschen Umwege machen mit Zuweisen nach Koordinaten. Es hat funktioniert. Jetzt ist Text-Image-Mapping wieder verfügbar. Das heißt, es werden bald neue Trainingseinheiten kommen, und ich bin gespannt auf die nächsten Modelle. Als Basis für die Alignierung ist eigentlich das trivial, aus den bisherigen Daten den Reintext zu extrahieren und dann, wie in den Dokumentationen von Transkripus beschrieben, zu importieren und zu mappen. Aus diesen Trainingsdaten gab es natürlich Modelle. Ich habe die hier von heute ein bisschen in die Vergangenheit zurück aufgelistet. Aktuell arbeiten wir noch mit einem 400.000 Wörter Trainingsset. Damit haben wir auf dem Validierset 3,6 von 100 Buchstaben falsch. Wir haben zwar auch ähnliche also tiefe Fehlerraten in älteren Modellen, aber die sind dann auch mit dem Validierset nur auf uniformerem Material mit nur Lavaters Hand. Die hier sind eigentlich schon relativ ähnlich, ist noch ein bisschen besser geworden mit mehr. Wir haben die Daten, wir können die alignieren, von dem her kostet es uns wenig Arbeitszeit, das noch weiter zu verfeinern. Als Vergleich möchte ich ein paar öffentliche Modelle ansetzen, auch aus verschiedenen Zeiten. Also am Anfang haben wir das mit Transkribus German Handwriting M1 verglichen. Später ist mit dem German Giant noch ein größeres gekommen. Zwar wahrscheinlich ist es breiter von den Input-Daten, darum mit höherer Fehlerrate. Inzwischen ist sehr viel auf, also
kann man den meisten den Text-Titan empfehlen. Für uns gibt es aber bei den öffentlichen Modellen ein Problem, das sind die abweichenden Transkriptionsrichtlinien. Also was bei Lavater das Spezielle ist, dass wir die Wortkoordinaten beibehalten. Also man kann die ja auch bei Transkribus erzeugen. Bei uns ist es der Kern. Bei den Transformer-Models ist das nicht möglich, die zu bekommen. Und ein zweites Kriterium ist, dass wir die Satzzeichen als eigene Tokens nehmen. Sie bekommen eigene Koordinaten und werden dann erst relativ spät gereinigt, was Leerzeichen angeht. Also das ist der Hauptgrund, wieso wir weiterhin eigene Modelle trainieren werden und ja, damit eigentlich auch schon gute Erfahrungen gemacht haben. So, zeige ich ein bisschen, also wie das durchs Ganze durchgeht, mit einem Beispielbrief. Das ist, glaube ich, Lavater an Zimmermann am 30. Januar 1766. Also schon vorher haben wir ja ein bisschen den Walkthrough auf einer Folie gesehen. Jetzt ist ein bisschen mit den Testdaten dazu. Also es fängt für mich damit an, dass ich die Metadaten eines Konvoluts, das ich verarbeiten soll, aus FUD exportiere und damit aus einem 50 Gigabyte ZIP die notwendigen Digitalisate der Seiten exportiere. Ich lade das in Transkribus als Dokument hoch, also das ganze Konvolut sind dann 400 Seiten manchmal in einem Dokument. Wir können die auch im Anschluss wieder zuordnen, weil einfach das Ganze über den Dateinamen nach dem internen Schlüssel aufgeht. So, ja. Dann bei der Transkription, eigentlich das erste ist, dass, also die Auswahl des Modells für die Layout-Analyse. Inzwischen nehmen wir eigentlich das Standard-Modell, damit haben wir die Layout-Analyse gratis, haben das nicht als separaten Schritt. Ich wähle das vorher erwähnte 400.000 Wörter Transkriptionsmodell aus und muss noch aufpassen auf ein paar einzelne Parameter, ob mit oder ohne Sprachmodell. Mit Sprachmodell kann es zum Teil noch schlechte Transkriptionen ausgleichen, aber es geht dafür bei Datumsangaben mehr falsch, weil die keinen Kontext, also vom Kontext unabhängig sind, können nicht erschlossen werden. Und besonders wichtig, manchmal vergesse ich es, dass die Wortkoordinaten, also die Wortsegmentierung aktiviert ist. Nach der Transkription exportiere ich es, konvertiere das mit einem Skript von PageXML zu Transkribo. Und was man auf diesen zwei Bildern sieht, ist noch die Anpassung der Wortkoordinaten. Auf der linken Seite sind eher die knapp bemessenen Kästen von Transkribus. Die erweitere ich noch mit ein paar Pixeln vorher, nachher und in der Höhe abhängig von der gesamten Zeilenhöhe. Die zwei sind Screenshots aus Transkribo, einmal mit diesen und einmal mit den korrigierten Daten. Einfach so als Vergleich. Am Anfang hatten wir Experimente nur mit den nativen Koordinaten. Für die Massenbriefe wäre das gegangen. Es wäre technisch kompatibel gewesen, aber halt nicht vom gleichen Gefühl. Mit der Korrektur ist eine ernsthafte Konkurrenz für das manuelle Auszeichnen. Das
Es war nicht umsonst. Es hat uns Trainingsdaten gegeben, Daten, um zu berechnen, wie weit muss man die Kästen erweitern. Ja. Noch eine Übersicht über die verschiedenen Zustände. Also einmal das als Screenshot aus Transcribus konvertiert und importiert in Transcribo in der Mitte und rechts. Auch noch während der Konvertierung ajustiert, dass die Wörter noch ein bisschen größer sind. Wenn es in Transcribo ist, können wir die Wörter selber in der Transkription bearbeiten. Also in Transcribus kann man ja nur die Zeilen bearbeiten. Das wäre ein Problem in unserem Workflow. Das heißt, Transcribo ist für uns eigentlich auch das Werkzeug, um Fehler noch zu beheben. Weitere Schritte hier sind das Ergänzen von Satzzeichen. Das geht sehr gerne mal falsch dort, weil also sie sind nicht auf der Grundlinie. Das heißt, schon bei der Layout-Erkennung ist das eine gewisse Tücke dabei. Jetzt möchte ich das Ganze durchspielen. Das ist im ganzen Bildschirm. Okay. Habe hier für die heutige Veranstaltung eine Sammlung erstellt. Beginne hier mit dem Erstellen eines neuen Dokuments mit Upload der Daten. So. Das alles als JPEG. Und das Dokument heißt jetzt einfach Upload, weil ich das damit durchspiele. Jetzt erstellt es mir das Dokument, aber ich warte das nicht ab. Ich habe nämlich das schon vorbereitet. Wie in Kochsendungen. Als nächstes steht die Transkription an, ich wähle alle Seiten aus, auf erkennen auf die privaten Modelle. Das 400.000. Wichtig für uns, dass die Wortsegmentierung aktiv ist und kann die Erkennung starten und bezahle dafür 8 Credits. So. Das sehe ich jetzt auch wieder. Das läuft im Hintergrund. Der Upload ist inzwischen auch vollendet. Braucht ihn nicht mehr, aber ja, jetzt läuft das im Hintergrund. Wenn es transkribiert ist, dann wird das als Resultat. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen unsauber, was ich gemacht habe, weil dieser Brief schon von Anfang an in den Trainingsdaten war. Aber es ist halt ein Beispiel, das auch direkt in der Edition dann gezeigt werden kann. Das heißt, es könnte noch ein paar Fehler mehr machen. Es gibt einzelne, wie zum Beispiel das Maximum, das völlig falsch erkannt wurde. Ja. An dieser Stelle würde ich das exportieren. Ich brauche hier die Bilder dafür nicht. Die sind schon lange in FUD importiert. Das heißt, mir reicht eigentlich Page XML. Starte den Export, bekomme dann ein E-Mail mit dem Download-Link. Habe ein ZIP, ein ZIP-Archiv für den Export, kann das auch wieder entpacken. Darin ist das Dokument mit Metadaten als Metz, wo alle also Transkriptions-XML-Dateien pro Seite vermerkt sind, wie hier.
Als nächstes, für die Konvertierung habe ich ein Python-Skript. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen zeigen, wie das als Code aussieht. Input, Output. Ja. Das ist erst das richtige Verzeichnis. So. So, gebe nicht das Ganze neu ein, sondern suche mir dann einfach das zusammen. Ich hab, okay. Also in diesem Fall wäre das noch mit dem minus p für gedruckte Dateien habe ich eine andere Anpassung der Kästen als für jetzt die handschriftlichen Dateien. Dort ist das ohne Attribut. Jetzt muss ich das auf Desktop finden. Exportdatei. Und Klavier, das wäre es schon. Ich habe eine neue Datei namens Transcribo. Die würde ich jetzt in unser Ticketsystem hochladen, damit unsere Leute in Trier das importieren. Ich kann das jetzt auch zeigen, indem ich das manuell in Transcribo importiere. Also Transcribo kann mit Anbindung an FUD mit dem Server benutzt werden, aber es läuft auch lokal. Also es ist für beides ausgelegt. Man kann damit auch lokal die Dateien bearbeiten. Öffnen. Ja, das ist schon. Oh, es ist noch eine neue Umbenennung dazugekommen. Passiert manchmal. Das ist sehr einfach. Also auf der einen Seite ist natürlich jetzt Transkribus als solches und in den anderen Fragen werden sich dann darauf noch fokussieren. Und das andere ist eben, wie wir das dann eben auch im Transkribo, wir heißen jetzt halt beide sehr ähnlich, eben bei uns in der Edition integrieren. Vielleicht kann man ja, weil die Zeit etwas fortgeschritten ist, noch auch fragen. Ich nehme an, es kommen wahrscheinlich noch einige Fragen zu Transkribus. Nehmen wir das nach, das ist jetzt währenddem, dass der Datenbank quasi ein bisschen erinnern wird. Ich habe gerade den Demo-Effekt und kann es nicht importieren. Ich hätte gern es gezeigt mit der Struktur dazu, wie im wechsle ich zurück auf den Screenshot an dieser Stelle. So. Ja, also könnt ihr hier. Also das, auf dieser Seite haben wir die Zeilen, die kann man aufklappen und sieht die einzelnen Wörter. Könnte dort eines auswählen, das korrigieren in diesem Pop-up, wo nicht nur die Transkription des Wortes angepasst werden kann, sondern eigentlich textkritische Annotationen auf Buchstabenebene gemacht werden können. Und parallel dazu ist die Ansicht mit den Kästen, dort kann man die noch ein bisschen besser ziehen. Neue dazufügen. Je nachdem ist noch, was immer wieder mal passiert, dass Zeilen durch Transkribus
in zwei geteilt werden, dass man die hier noch mergen muss. Aber das ist einiges weiter als wirklich durch jedes Wort durchzugehen. Genau, das war für uns die, also vielen Dank, Rektor. Es war sehr interessant, das mal zu sehen. Das ist eigentlich unsere Überlegung gewesen. Es ist unterm Strich, eben, man muss noch anpassen, justieren, korrigieren, aber unterm Strich sicher effizienter, als wirklich oben links bei Null zu beginnen und alles manuell einzutippen. Und auch diese Kästchen haben wir immer manuell aufgezogen, jetzt seit 7 Jahren. Also es ist unterm Strich eine Einbindung in ein komplexes Editionsprojekt, das schon länger am Laufen war, hat sich aber gelohnt so und eben jetzt ab diesem Jahr auch für den ganz großen Teil, die Massenerschließung, wo es sich am besten eigentlich anbietet. Und jetzt sind wir gerne auch offen für eure Fragen, Erfahrungen, vielleicht, die ihr auch schon gemacht habt. Ja, das ist vielleicht eine technische Frage an Sie. Vielen Dank erstmal, das war sehr, sehr spannend. Ich arbeite mit Transkribus an einer dänischen Handschrift von 1700 ungefähr, die es kein Modell gibt, aber es hat jetzt ganz gut funktioniert mit meinem eigenen Trainingssatz, den ich dann selber erstellt habe. Und ich habe eine Frage zum Tagging. Ich weiß nicht, ob das hier zu speziell ist. Da wird ja vorgeschlagen im Transkribus, dass man einzelne Personennamen zum Beispiel taggen kann. Und das habe ich versucht, aber irgendwie sehe ich nicht so ganz den Effekt, weil wenn ich das dann eingebe in der Texterkennung, dann einen neuen Textabschnitt, wo wieder diese Namen vorkommen, die ich richtig eingegeben hatte oder korrigiert hatte, erkennt er das irgendwie trotzdem nicht. Jetzt habe ich mich gefragt, wozu dieses Taggen überhaupt gut sein soll oder wie man das besser benutzen kann. Wahrscheinlich, wenn ich es nicht richtig durchschaue, weiß da jemand nicht. Das ist halt, genau das, was bei der Lavater-Edition im bisherigen Workflow weitergeht. Also Annotation mit GND und so weiter. Ja, wir machen dort dann wieder alles manuell. Und tausendmal zügig halt manuell was zu zeichnen. Und eben, es gibt Möglichkeiten einer automatischen Name Identity Recognition. Wir haben die Erfahrung nicht damit. Und es ist aber, glaube ich, wirklich hier im Transkribus möglich, oder? Aber also, vielleicht hat jemand anders schon. Ich beobachte das zu wenig. Es gibt immer wieder Ideen dazu, was noch gewünscht wird von den benutzenden Projekten. Vielleicht ist es wirklich auch nur so, wie wir es jetzt in unseren Programmen machen, dass man Sachen auszeichnen kann, aber dass es dann nicht irgendwie intelligent haben, ja, und sie das nächste Mal auch auszeichnen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja, aber okay, ja, gut. Kommt sicher, es geht sicher immer mehr in diese Richtung. Ja. Das muss ja sein. Ich meine, das Problem sind dann Personalpronomina und uneindeutige Sachen, aber wenn es immer zügig heißt, dann denke ich auch, das müsste die Maschine heute sein. Ich weiß von anderen Projekten, dass die TI Publisher für Annotationen benutzen. Dort gibt es auch eine Anwendung für eine Natural Language Processing Pipeline, dass die schon die Orte, also Namen als das identifiziert und man dann noch manuell den Link dazu machen kann. Dann auch, man kann in diesem Schritt auch noch weitere dazufügen und Annotationen löschen. Es ist auch ein bisschen es hat seine Tücken, es ist auch Open Source mit relativ wenig Mitteln entwickelt. Das heißt, wenn mal etwas nicht zusammen geht, fehlt manchmal auch das Geld, um das schnell zu verbessern. Das ist in einigen Projekten im Einsatz. Sonst für allgemein Fragen und Ideen kann ich auch gerne verweisen auf das Handbuch, das bei Proto4Digit, also prototypische Workflows für digitale Editionen im Aufbau ist. Kann ich auch mir das also das jetzt völlig in eigener Sache, weil ich in diesem Projekt auch involviert bin, nicht nur in der Lavater-Edition. Als Kontakt im Publikum online wäre Elias Zimmermann.
oder auch im Moment Strecken. Also genau für so Fragen zu Annotation, vielleicht gibt es hier schon einen guten Hinweis, mache ich auch gerne Werbung. Ja, vielen Dank. Ich habe eine kleine Frage, wenn jetzt du es machen würdest, wenn ich ein neues Auto spielbringe, ungefähr so ein kleiner Ansatz, eine Briefe, da lohnt es wahrscheinlich ein eigenes Training zu erstellen, einfach zu den Daten, sind das gerade so aus gemacht. Und das noch die Hälfte Latein und dann Hälfte Deutsch, das heißt, komplett unterschiedliche Handschriften. Da würde man mal eher auf schon bestehende. Ja. Ja, ich glaube, Reinhard hat das pointiert gesagt. Bei uns ist eigentlich das selbst trainierte Modell hauptsächlich noch nötig wegen dieser ganzen Testchen-Sache, die mit unserem Lautprogramm zu tun hat. Ich glaube, mit dem Text-Hiking ist es eigentlich sehr schön mit uns und dann sagst du, Sprachmodell hat rein oder Deutsch. Also, eben und gerade weil das Text-to-Image-Matching auch weggefallen ist, ja, wird das Training sowieso nicht schwieriger, als ich mit Paketen oder dann eben sparen und mal ein bisschen zusammenkommst. Also ja, in der Beta-Version ist Text-to-Image wieder verfügbar, aber es muss jetzt auch wieder bekannt werden, nachdem es 2 Jahre gefehlt hat. Und ich meine, fürs Training ist es überhaupt auch schon eine ziemliche Masse an Transkriptionen haben. Das war bei uns beim Handeln, da haben wir jetzt viel gemacht. Ja, das also von Grund auf würde ich schon anfangen mit den bestehenden Modellen nachkorrigieren. Wenn es mal genug zusammen ist, kann man schon damit ein Modell trainieren, schauen, wie gut es ist. Es kostet keine Arbeitszeit. Das Vergleichen auf neuen Daten vielleicht ist schon genug, schon genügend gut. Man kann es dann einsetzen oder man macht mit dem öffentlichen Modell wieder weitere Trainingsdaten, spielt das nochmal durch, kann das wieder vergleichen. Also von der Arbeitszeit her ist das wenig Aufwand, das Anstoßen, das Testen wahrscheinlich schon eher. Also, ich will noch die Alternativen interessieren. Also die Alternative, mit der ich Erfahrung habe, ist Escriptorium mit Kraken. Dort ist das hat lange nicht so eng in der Auswahl gestanden, weil Transcriptus mit Text-to-Image besser in unserem Workflow gepasst hat. Aber mit genug Experimentieren und dessen bin ich immer mehr auch offen dafür, das Ganze mal dort durchzuspielen, schauen, wie die Modelle sind, wie der Output ist. Das ist eine Zeitfrage. Es wäre sicher interessant, dort ein bisschen weiterzukommen, weil das eine starke Abhängigkeit kappen könnte. Ich meine, vor allem, wenn man selber einfach ein paar Briefe oder sonstige Dokumente transkribiert hat, die meisten Leute wird ja nicht dieser Workflow-Hintergrund noch dazukommen, sondern einfach, ja, vielleicht will man seine PDF-Sachen von den Dokumenten. Aber ist es dann von der Usability her wahrscheinlich schon ein bisschen weniger zugänglich, oder das ist wahrscheinlich noch ein Vorteil jetzt von dieser Web-App? Ja. Es sieht ähnlich aus mit Escriptorium, also man gewöhnt sich schnell dran. Ein großer Unterschied am Anfang ist, dass man halt online auf Zenodo oder in der Sammlung direkt um Escriptorium ein Modell suchen muss und das nicht schon mitgeliefert ist wie bei Transcribus. Mit Annotationen, soweit ich glaube, dort ist es weniger bis jetzt integriert. Aber ja, ich weiß auch nicht, was wir sind, ist das für das der. Ja, ich habe jetzt auch viel zu mehreren Sätzen funktioniert, relativ simpel. Aber so viel Potenzial ist natürlich schon, so eingrenzen, vor allem so griechische Wörter, die dann noch eine Sprengung sind. Gibt es das oder nicht? Also, das ist keine Chance. Das haben wir zum Teil auch, aber ich weiß nicht, wo wir das gerade zufällig finden könnten. Das muss ich nicht. Das ist ja klar. Also, ja, ich meine, wir brauchen dann auch jeweils die Expertinnen von der Ausbildung.
Ich habe noch Fragen im Transkript bearbeitet, aber die Frage zu meinem Leben hat von der Akquisition vielleicht nicht erkennen. Das ist ein deutsches Meine Frage war, wie geht es mit diesen Phrasen, also mit Elementen, die halt keine Wörter sind? Also werden die als Wortsegmente erkannt oder also, was passiert da? Ja, eigentlich sehr ähnlich in der Mensch. Also beim Tenningpass kann man manchmal das auch noch lesen und man kann es auch lesen. Wenn es auch im Text bewusst ist und auch im Prinzip draufklebt, dann wird kein brauchbarer Text rauskommen. Ja, vielleicht weißt du es besser, das wird wahrscheinlich bei der Layout. Also ein Teil ist mit der Layout-Erkennung, dass überhaupt mal die Zeilen erkannt werden. Wenn die durch die Löcher unterbrochen sind, wird es dort nichts, nicht mal probieren, etwas zu lesen. Der zweite Teil ist, wie man das Ganze in den Trainingsdaten drin hat. Also ich meine, man kann sehr vieles, was nicht rein Text ist, auch rein trainieren. Also, genau, Experimente, indem man mit Sonderzeichen, die sonst garantiert nicht vorkommen, Kursivierungen in gedruckten Texten erkannt wurden, also mit vorher, nachher, quasi Markdown. Das funktioniert. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch Lücken, wenn die konsistent sind, reintrainieren kann, aber sonst, ja, es kann nicht entscheiden, es kann gut konsistent arbeiten. Ich habe nämlich das Glück, dass unsere sämtlichen Runde von Anlauer in der Zentralität zurückgeht in die Chance haben. Aber wir haben nun 10.000 solche, die haben Leute vielleicht immer 8.000. Sind da eingehend ein Problem, dass es gibt, ist, wenn die Kinder und der Rückseite durchstimmen. Und dann, der Mensch ist das sehr einfach zu erkennen. Wahrscheinlich überhaupt, ja. Ja. Je nachdem, auf die Maschine überhaupt nicht. Man geht sogar zwischen Zeilen, die es auch noch so partiell reinfliegt und dann Zeichen rein projiziert. Das ist ein Problem, wo ich glaube, der hat sehr gut für die Tipps, was das angeht. Also, ich würde dann schon sagen, je nachdem haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir entscheiden, wir machen es besser. From scratch, also gerade bei Umschlägen wollen wir alles auf Kopf stellen und am Postgleich draufgespielt sind, weil für mich macht es keinen Sinn. Dann ist das so viel korrigieren und wollen wir einfach. Genau, das ist auch. Ja, ideale Sachen. Es wird immer besser und man kann viel trainieren, aber irgendwo hat es auch Grenzen, wo man vielleicht besser manuell dann geht. Das ist halt eine Frage der Layout-Analyse. Gerade bei uns mit den Briefen von Lauter ist das häufig sehr schön. Das heißt, wir kommen gut zurecht mit den Standard-Layout-Analyse-Modellen und müssen uns eigentlich die Frage gar nicht so feststellen. Für die Ausnahmen kann man dann noch manuell abfangen. Ja, also da hat man die Briefe mit Zeichnungen, das ist immer unklar, das ist dann am Nur dann die Einbindung der Zeilen, die sind manchmal wirklich in den Satz eingebunden. Das sind dann schwierige Teile. Was war jetzt eher in diesem Fall? Was sind die Briefe? Also wie genau geht es? Sind ja gerade, ja. Ich habe gesagt, 3. Ja, Zeile 14, wo ist das? Nee. Ja, es wird alles auch noch. Das erste Auge macht es auch eine leere Zeile. Ja. Hier unten die Hürden sind auch ausgelassen. Also hier auch sieht man, wie das auf zwei Zeilen aufgeteilt ist, die man dann anschließend wieder verbinden muss, auch wenn da eine Zeichnung drin ist, aber die ist halt in der Zeile.
Dann würden wir abschließen. Herzlichen Dank.